Ich habe mir vorgenommen, den schnellsten Putzroboter der Welt zu bauen. Und wenn es was nicht gibt, was ich gern hätte, dann kann ich es mir einfach bauen. Okay, schon mal nicht schlecht. Es ist nur noch das Schaffen, dass es mit unserem Gaspedal funktioniert. Und dann sind wir ready to rumble, würde ich sagen. Erfinder war, bis ich 6 Jahre alt war, mein Traumberuf. Und dann habe ich eben festgestellt, das heißt Ingenieur. Ganz viele Probleme, die wir nicht mehr haben, wurden technisch gelöst. Ich meine, fließendes Wasser ist eine Erfindung, der Kühlschrank ist eine Erfindung. Die ganze Medizin baut ja auch auf Engineering eigentlich auf. Wenn niemand Sachen baut, dann haben wir keine Sachen. Ne? Das ist ja so ein bekanntes Zitat. Also ich bin Luis, aktuell 25 Jahre alt. Und ich bin vom Beruf Ingenieur, weil Ingenieure machen quasi das, was Erfinder machen. Und zwar einfach neue Sachen entwickeln oder eben aber auch neue Sachen zu erfinden, sag ich mal. Ne? Und mein Hobby ist, YouTuber zu sein. Das ist mein aktuellstes Projekt, an dem ich gerade arbeite. Das ist, soll so eine kleine Pistenrobbe werden. Und der Clou daran ist, dass fast alle Teile eigentlich 3D gedruckt werden und die auch jeder easy zu Hause selber drucken kann. Das ist bestimmt ein geiles Projekt, das dann nachzubauen, wenn man dann einfach so eine ferngesteuerte kleine Pistenrobbe hat, die auch ein bisschen außergewöhnlicher ist als so ein ferngesteuertes Auto. Ich habe einen YouTube-Kanal und da geht es darum, ich baue da gerne einfach witzige Erfindungen, manchmal auch sinnvolle Erfindungen, manchmal auch komplett alberne Sachen und mache einfach Themen im technischen Bereich dort, die mich interessieren. Aber meistens sind es wirklich einfach Sachen, die ich gebaut habe und da mache ich dann ein Video drüber. Zum Beispiel über eine Zahnbürste mit Benzinmotor, wo ich eine elektrische Zahnbürste umgebaut habe, dass die eben benzinbetrieben ist. Aber auch eine Maschine, die dir deinen Aperol Spritz perfekt mischen kann. Aber schon saufen. Also quasi lauter witzige Sachen, die ich umgesetzt habe und darüber mache ich dann ein Video. So doof habe ich es doch gar nicht gemacht. So. YouTube ist tatsächlich nicht mein einziger Job, sondern gar nicht mein Job, sondern mein Hobby. Ich arbeite noch als echter Ingenieur sozusagen in der richtigen Firma. Und zwar als Produktionsingenieur bei einem Drohnenhersteller. Ich habe einen relativ guten Weg gefunden, wie ich YouTube und meinen normalen Job kombinieren kann. Und zwar ist es, dass ich einfach nicht Vollzeit mehr Arbeit und somit den Freitag und dann Samstag und Sonntag für YouTube nutzen kann. Du musst ein bisschen aufpassen, dass sich nicht die Finger verbrennt. Und dann schmelzt man die einfach so. Die gehen da rein wie ein warmes Messer in Butter. Und dann sieht man, sind die da richtig schön drin. Und wir können danach eine Schraube reinschrauben. Ich gebe meinen Projekten auf YouTube genauso vor, wie man auch bei anderen Ingenieurprojekten vorgehen würde. Zum einen gucke ich, wenn ich eine Idee habe, erstmal ein bisschen auf Google, ob es schon das Gleiche gemacht worden ist. Und dann gucke ich, ob das technisch überhaupt möglich wäre, wenn es irgendwas Witziges ist. Und danach gucke ich, was bräuchte ich da an Komponenten, was kostet es ungefähr, das zu machen. Und dann fange ich eigentlich meistens direkt an, die Teile so am Computer zu designen, die ich dafür 3D drucken muss oder auch sonst kaufen muss. Und habe dann eben alle Teile bestellt und am PC es übertragen und alles ausgedruckt und dann zusammengebaut. So. Also ich finde es super faszinierend, an einem Beruf Ingenieur zu sein, dass man einfach Sachen halt bauen kann. Wenn es irgendwas nicht gibt auf dieser Welt und du das aber haben willst und es in den Gesetzen der Physik sozusagen machbar ist, dann kannst du es eigentlich bauen. Sei es was komplett albern ist, wie ein Schlitten, der eben den Berg wieder hochfahren kann. Let's go! Oder aber auch was Sinnvolles, wie zum Beispiel eine Energiesparmethode oder ein medizinisches Gerät. Das ist, wenn es nicht gibt und du aber Ingenieur bist, dann kannst du es einfach bauen. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Vielleicht müsst ihr es zensieren. Weil man kennt ja diesen Spruch, Karo, Hemd und Samenstau. Ich studiere Maschinenbau, kennt man ja. Für manche stimmt es, für viele aber nicht. Also ich glaube nicht, dass man alle Ingenieure über einen Kamm scheren kann. Also ganz und gar nicht. Jetzt teste ich es mal hier draußen, weil hier kann ich ein bisschen Sauerei machen und das ist nicht so schlimm. Das ist Halbgas, ne? Ich glaube, diese Maker-Generation ist schon ein bisschen eine neue Generation von Erfindern, die jetzt gerade auch im 21. Jahrhundert, nenne ich es auch mal so, erst entstanden ist. Gerade durch diese Themen 3D-Druck und durch diese günstige Elektronik, die es halt gibt. Maker sind die modernen Heimwerker und Tüftler. Der Begriff wurde in den 1990er Jahren in den USA geprägt.
Maker stellen neue Dinge selbst her oder bauen existierende Dinge um und verbessern sie. Sie versuchen, technische Probleme mit eigenen Mitteln kostengünstig zu lösen. Ich fand es immer sehr, sehr schön, also auf dem Land aufgewachsen zu sein, weil ich finde, man hatte gewisse Freiheit als in der Stadt, weil einfach, ja, man kann viel, viel draußen machen und viel auch draußen rumexperimentieren und so. Wir haben als Kinder echt viel Scheiß gebaut. Als Kind hatte ich unglaublich viele Modellflugzeuge, die ich gebastelt habe. Und es war eigentlich immer klar, dass ich irgendwas Technisches mache. 3, 2, 1, Start! Looping, super! Ja, ich baue tatsächlich immer noch gerne manchmal in meiner elterlichen Garage. Meine Eltern mussten tatsächlich eine gewisse Zeit lang oder auch oft ihr Auto vor der Garage stehen lassen und manchmal auch über einen verlängerten Zeitraum. Und die haben es aber immer unterstützt, das dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Also Luis hatte, finde ich jetzt, eigentlich schon als kleiner Junge ein ganz großes Talent, Ideen, ja, aus sich heraus sprudeln zu lassen. Der konnte die auch immer gleich irgendwie gut umsetzen. Der hatte auch das Talent, das Praktische und das Handwerkliche mit diesem Entertaining zu verbinden. Einmal hat ja der Luis mit 16 Jahren so ein richtiges Go-Kart gebaut, das er von Anfang an aus Stahlelementen zusammengeschweißt hat. Da war die Garage dann belegt, das stimmt. Aber ja, also hat man dann ja auch irgendwo mit Bewunderung betrachtet und das Auto dann gerne draußen stehen lassen, weil ich fand es von Anfang an eigentlich immer toll, dass sich die Kinder kreativ und handwerklich beschäftigen. Mein Bruder und ich haben schon das erste motorisierte Gefährt zusammengebaut. Ich bin Valentin, Luis' Bruder. Ich bin ein Jahr älter als er, auch wenn es nicht so direkt so aussieht. Und ich bin auch Ingenieur. Mein Spezialgebiet ist eigentlich Elektrotechnik. Und tatsächlich ruft er mich doch häufiger an, wenn er versucht, irgendwas zu programmieren, so mit Mikrocontrollern oder sowas. Ich habe auch schon mal eine Platine für eins seiner Videos entworfen. Und damit helfe ich ihm auch gerne. Die nicht auf Anhieb funktioniert hat. Also du, Valentin, ist definitiv der größte Klugscheißer und du wirst es auch nicht mal abstreiten. Nee, natürlich nicht. Aber ich weiß es in der Regel wirklich besser. Also das muss man einfach sagen. Das Besondere bei dem Projekt ist, dass ich diesmal nicht alleine bin, sondern das Ganze zusammen mit meinem Bruder Valentin mache. Mit dem habe ich früher als Kind schon ultra viele coole Sachen zusammen gemacht. Zum Beispiel mit 13, 14 Jahren sogar schon mal einen Catcar mit Benzinmotor ausgestattet. Und da wir jetzt leider in unterschiedlichen Städten leben, kommen wir nicht mehr so oft oder fast nie dazu, gemeinsame Projekte zu machen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er diesmal dabei ist. Der muss gar nicht leiten, weil ja in dem Kabel selber nochmal ein dicker Leiter drin ist. Also der wird erst vorne in der Stromdüse, wird der Strom erst eingekoppelt. Drüber. Du warst immer ein bisschen Officer Sicherheit bei uns. Valentin ist ein bisschen der Vorsichtigere unter uns beiden gewesen. Ja. Und war immer, hat immer ein bisschen gesagt, nein, mach das nicht, Luis. Das kannst du nicht machen, das geht schief. Oder war immer ein bisschen ängstlicher. Und ich war immer der Tim, der gesagt hat, er hat einfach immer erst einfach mal gemacht hat. Genau, und mir auch vielleicht mal die Finger verbrannt hat da dran. Und jetzt geh weg. Ich bin eine Bombe. Komm, geh weg. Es bremst. So. Kinder, falls ihr Bock habt, heutzutage kann man auch richtig tolle Raketentreibstoff herstellen. Und zwar braucht ihr dazu nur Zucker und Natriumcarbonat. Ja, Kaliumnitrat. Kaliumnitrat. Aber das kommt man in Deutschland nicht so einfach. Nee. Das müsst ihr aus der Schweiz importieren. Aber wenn ihr es über die Grenze schleppt, dann sagt ihr einfach, das sei auch Zucker, denn es sieht einfach so aus. Wenn ihr es dann mischt, aufkocht und in Formen fügt, habt ihr perfekten Raketentreibstoff. Müsst allerdings ein bisschen vorsichtig beim Aufkochen sein, dass die Temperatur nicht zu hoch wird, sonst explodiert euch das Ganze. Schon immer Sachen, ja, gebaut und alberne Sachen gemacht und habe die immer auf Snapchat direkt an meine Freunde geschickt früher. Und die waren aber irgendwann mal ein bisschen genervt davon und dachte mir so, hey komm, es gibt doch bestimmt Publikum, das nicht genervt davon ist.
Und dann habe ich angefangen, Sachen auf TikTok hochzuladen und habe da dann relativ schnell, wie es für die Plattform halt war, gerade auch weil Corona dann direkt angefangen hat, eine relativ große Reichweite bekommen, aber schnell gemerkt, dass es eine sehr, sehr schnelllebige Plattform ist, eine Plattform, wo einfach nicht so gepasst hat für so größere Projekte und wo halt auch die Zuschauer nicht so stark interagiert haben mit den Inhalten und habe dann angefangen, mein erstes YouTube-Video zu machen. Der Akku, der hier drin ist, ist aus dem E-Bike. Deswegen gibt es die auch relativ günstig, weil die ja auch so off the shelf zu kaufen sind. Und der Motor, witzigerweise, die werden normalerweise in so Rentner-Opa-Mobilen verbaut. Und ich glaube, der hat hier ein deutlich spaßigeres Leben bekommen. Vor der Kamera stand ich tatsächlich auch schon als Kind, weil wir nicht nur Sachen gebastelt haben, sondern wir haben es auch geliebt, Filme zu drehen. Auch Kurzfilme und Detektivfilme und Gangsterfilme und so haben wir als Kind schon gefilmt. Die Filme habe ich tatsächlich auch mit meinem Bruder gedreht und meinem Cousin damals oft. Aber ich stand auch mehr vor der Kamera und du da nicht so viel. Ja, ich habe viel gefilmt und dann hinterher zusammengeschnitten. Genau. Die Idee hatte ich schon lange, einen YouTube-Kanal selber zu machen über genau die Sachen, die ich eh schon mache. Und bauwitzige Sachen. Und das hat dann am Anfang noch nicht so ganz funktioniert und irgendwann dann schon. Oder einfach witzige, alberne Projekte, weil wo ich einfach eine Idee habe und denke, hey, das wäre doch witzig, wenn das mal jemand bauen würde. Aber manchmal auch etwas sinnvollere Sachen. Die kommen allerdings meistens nicht so gut an wie die albernen Erfindungen. Deswegen sind es meistens eher witzige Sachen. Aber ich versuche auch immer so ein bisschen noch einen Wissensaspekt, noch ein bisschen einen Lernaspekt reinzuweben. Der Motor, den ich rausgesucht habe, hat 30 Newtonmeter Drehmoment. Das bedeutet, dass wenn ich den Hebel an den Motor schrauben würde, der einen Meter lang ist, dann am Ende von dem Hebel eine Kraft von 30 Newton anliegt. Das ist ungefähr so viel, wie wenn ich da ein 3 Kilogramm Gewicht hinhängen würde. Zum einen mache ich es natürlich vor allem, weil es mir Spaß macht, weil ich super gerne meine Projekte teile und auch mich das freut, wenn andere das cool finden und faszinieren. Aber was ich immer cool finde, ist, wenn ich Leute dafür begeistern kann, für den Beruf als Ingenieur. Und es schreiben mir auch echt viele Leute in die Kommentare, hey, was hast du studiert? Ich will es auch studieren, ich will auch Ingenieur werden. Du hast mich inspiriert, auch Sachen zu bauen. Das ist immer ein tolles Gefühl für mich. In Deutschland werden dringend Ingenieure gebraucht. Die Zahl der deutschlandweit unbesetzten Stellen im Ingenieurswesen ist seit Jahren hoch. Im Herbst 2023 waren es über 165.000 offene Stellen. Deswegen ist auch so ein Thema, warum ich auch gerne halt viele junge Leute für diesen Ingenieurberuf begeistere, weil man kann einen unglaublich positiven Impact haben, wenn man was Gutes entwickelt hat, was viele Menschen da nutzen. Ich weiß nicht, warum die besten Ingenieure aus dem Allgäu kommen. Ich würde das auch nicht unbedingt unterstreichen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass, glaube ich, in Süddeutschland viele Ingenieure herangezüchtet werden, würde ich fast mal so sagen. Und war einfach hier viele Universitäten in dem Bereich sind und dann viele Eltern das schon gemacht haben. Das heißt, die Kinder machen das dann auch wieder. Und ich glaube, deswegen ist es einfach hier sehr, sehr stark vertreten. Also Stefan vom YouTube-Kanal CNC Kitchen habe ich tatsächlich übers Internet kennengelernt. Ich kannte seinen Kanal schon vorher und habe ihn dann angeschrieben, weil ich einen 3D-Druck-Experten für eins meiner Videos gebraucht hatte und habe dann festgestellt, dass er direkt hier um die Ecke mit zu Hause im Allgäu wohnt. Und nachdem wir uns das erste Mal gesehen haben, haben wir uns gleich sehr, sehr gut verstanden, weil er auch einfach ein Ingenieur ist, der YouTuber geworden ist. Das heißt, man hat die gleichen Themen. Und ja, seitdem ist er dann sogar ein Freund von mir geworden, würde ich sagen. Er macht Videos nur zum Thema 3D-Druck eigentlich. Zum Beispiel, welches Filament, also welches 3D-Druckmaterial ist denn wie stabil? Und weil er auch deutscher Ingenieur ist, macht er das halt das Ganze so technisch und wissenschaftlich, dass er dann so Zugversuche macht, also so immer das gleiche Teil druckt und dann zum Beispiel daran zieht, um zu sehen, wie stabil ist eigentlich welches Filament. Und es ist gerade für viele, die die Sachen 3D-drucken, halt super spannend. Genau, jetzt fährt eben dieser obere Teil auseinander und zieht immer fester an der Probe. 160. Es ist auch in einem Ding gedruckt, weil es sieht so aus, als würde so Fäden reingezogen werden. Das ist auch ein OP. Das ist eigentlich der coole Vorteil von dem Werkzeugwechsel, dass du nicht nur quasi unterschiedliche Farben miteinander mischen kannst, sondern auch unterschiedliche und eigentlich inkompatible Materialien.
Hast du selbst schon mal was für 3D-Drucker entworfen? Schreib's in die Kommentare. Den 3D-Druck, so wie wir ihn eigentlich heutzutage haben, der war sehr viele Jahre patentiert und dadurch einfach nicht zugänglich für sehr, sehr viele Leute, weil er zu teuer war. Und erst durch den Fall dieser Patente und das ganze Open-Source-Movement, was es da außenrum gab, ist das Ganze so gewachsen und auch zu dem Stand gekommen, wo wir heutzutage sind. Ein 3D-Drucker ist inzwischen nicht mehr so teuer, wenn man gebraucht, man daran denkt, so, dass fast jeder sich den leisten kann und jeder kann sich dadurch Kunststoffteile selber herstellen, Ersatzteile selber herstellen, selber Prototypen designen, was halt früher echt schwieriger war. Und das hat das Ganze einfach so ein bisschen demokratisiert. Und du kannst ja auch deine Designs, so wie wir es beide ja machen, einfach online teilen. Ich glaube, unter den Makern ist es einfach das Schöne, dass es diese Community gibt, wo die Leute sich austauschen können. Open Source bedeutet ja an sich, was frei zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, der Begriff kommt bestimmt aus dem Softwarebereich, soweit ich weiß. Ihr könnt hier einfach so einen schlauen Einblender reinmachen. Und das hat sich aber gerade durch 3D-Druck auch in den Hardwarebereich ein bisschen übertragen. Das heißt, dass man seine Designs einfach frei zur Verfügung stellt. Und ich mache das auch immer, weil ich finde es super cool, eben das allen frei zur Verfügung zu stellen. Und gerade in den letzten Jahren habe ich miterlebt, wie gerade auch fachlich gute Inhalte zur Verfügung stehen. Das hat sich nochmal extrem verbessert. Und ich glaube, das ist einfach nochmal demokratisiert worden, das Wissen. Ja, auch Thingiverse oder Printables können die Leute ihre eigenen Makes hochladen, also Bilder von den Nachbauten. Und wenn man halt sieht, 100 Bilder sind da von Leuten, die sich die Sachen nachgebaut haben, dann hast du echt viele Leute erreicht, die einfach Spaß hatten wegen deiner Erfindung, wegen dem, was du gebaut hast. Und das ist halt, da kriegt man natürlich das beste Feedback. Das ist sozusagen ja diese Digitalisierung von Sachen findet hier einfach statt, dass man sich wie Software auch, wie man sich Software runterladen kann, dass sich einfach Sachen runterladen kann. Ne? Also das beliebteste Projekt, was sich die meisten Leute nachgebaut haben, ist tatsächlich der Aporolino, also diese Maschine, die dir den Aporol-Spritz mischen kann. Das liegt vor allem daran, dass ich die so konstruiert habe, dass man sie ganz einfach nachdrucken kann. Und deswegen haben sich den, glaube ich, fast 6000 Leute runtergeladen und wahrscheinlich auch nachgebaut. Man sieht auch super viele Bilder und Kommentare mit Bildern, wo sich Leute den nachgebaut haben. Ich habe tatsächlich auch schon die Kommentare bekommen, was du doofes Zeug baust du da, bau wäre was Vernünftiges mit deiner Zeit. Aber dann denke ich zum einen, was hast du denn schon Vernünftiges gebaut? Hast du schon mal was Sinnvolles gebaut? Und dann B, meine Erfindungen an sich sind albern manchmal, aber ich begeistere damit Leute für den Ingenieurberuf. Leute freuen sich daran, finden es witzig oder bauen sich es auch nach und haben dann eine gute Zeit. Und ist es dann wirklich eine dumme Erfindung, wenn man damit Spaß hat und irgendwie eine gute Zeit mit seinem Sohn verbringen konnte deswegen? Ich hatte nie das Gefühl, so ins Nichts zu filmen. Also ich habe auf YouTube bereits relativ schnell so eine gewisse Grundreichweite, nicht mal, und habe da schon immer Klickzahlen im einstelligen Tausenderbereich schon gehabt. Allerdings war das damals immer mein Traum, ein Video zu haben, was über 10.000 Klicks hat. Das war so die Marke für mich, die so, wow, wenn ich das mal schaffe, das wäre richtig cool. Es gab tatsächlich so einen Moment, da habe ich dieses Projekt mit diesem Banshee-Boot gemacht und habe da auch echt viel Zeit und Arbeit reingesteckt und auch Herzblut und mir Mühe gegeben, dass es ein tolles Video wird. Und da kam mir die Idee, einfach ein extrem übermotorisiertes Hafenschlepper-Modellboot zu bauen, was mich auf meinem Schlauchboot über den Bodensee ziehen kann. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Und ich weiß noch, das hat die erste Woche echt wenige Klickzahlen bekommen. Sogar noch viel weniger als die Videos davor. Ich weiß halt noch, dass ich einer Freundin vorgeheult habe, dass ich so viel Arbeit da reingesteckt habe. Und ich dachte eigentlich, das wird das Video, was über 10.000 Aufrufe macht. Und nach einer Woche war das immer noch irgendwie, ich weiß gar nicht, was das hatte, aber wenige, hatte deutlich super wenige Aufrufe noch. Wow, 20.000 Klicks über Nacht und dann jedes Mal, wenn man es aktualisiert hat, waren irgendwie hunderte von Klicks mehr bei jedem Mal aktualisieren schon, wo man dann gesehen hat, okay, krass, wie viele Aufrufe kommen denn da rein? Es war schon ein starker Dopaminschub, den man da bekommen hat tatsächlich. Also ist auch schwierig zu beschreiben. Das ist wie so, ja, ich hatte das zum Gefühl, woanders herzubekommen, ist schwierig. Also ich kann es nicht vergleichen mit was anderem.
So, das ist jetzt das Projekt, an dem ich jetzt zu Hause auch schon gearbeitet habe. Da haben zum einen nämlich noch ein paar von diesen Kettengliedern gefehlt, die habe ich hier jetzt noch nachgedruckt und die knüpfe ich jetzt noch zusammen und dann können wir das hier vielleicht im Garten nachher fahren lassen. Ich wohne ja in München inzwischen und baue sehr viel in meinem WG-Zimmer tatsächlich, wenn es ein bisschen gröber wird auf unserer Terrasse. Ich finde es zum einen ein bisschen nervig natürlich, weil man hat halt nicht so viel Platz und es ist schwierig, größere Projekte umzusetzen. Aber ich finde, es zeigt halt auch, dass man nicht unbedingt super viel Platz braucht, um coole Sachen zu bauen. Ja. Ne? Das finde ich auch eine coole Message. Komm raus! Verletzung incoming hier. Ich habe oftmals an meinen Projekten immer gezweifelt, also eigentlich fast an jedem Projekt gezweifelt bis jetzt, ob es wirklich gut werden kann. Es ist so, passiert so selten, dass was beim ersten Mal gleich funktioniert und manchmal, gerade wenn man schon 3 oder 4 Mal Sachen optimiert hat und es dann immer noch nicht funktioniert, dann ist es halt auch echt manchmal deprimierend. Und je öfter man das macht, man denkt immer, es wird einfacher, es wird aber nicht einfacher. Was wäre, wenn Putzroboter nicht mehr langsam und langweilig, sondern super schnell und cool wären? Und diesmal, da die Roboter über 70 km/h schnell werden, und genau das werden wir jetzt machen. Oh no. Oh no. Crash. Crash. Oh shit. Oh shit. Das hat einfach das komplett geschäddert. Ach du Scheiße. Dann testen wir das Ganze mal. Und beide Motoren durchgeblowt, Alter. Jo, das ist der gute Getriebesand, den wir hier hören. Jetzt riecht es richtig geil nach Zahnrädern. Die Motoren, die ich da jetzt gerade verbaut habe, testweise, die sind da, glaube ich, einfach nicht geeignet, weil die haben kein stark genuges Getriebe. Und hat mal gesehen, dass die ja jetzt nicht geschafft haben, die Raupen zu drehen, weil der Widerstand ist doch ein bisschen größer, die zu bewegen. Deswegen muss ich gucken, dass ich da vielleicht andere Motoren finde. Ich sehe es auch in meinem beruflichen Umfeld, das ist so schwierig, was zu bauen, was beim ersten Mal funktioniert. Je komplexer das Thema ist, desto schwieriger ist es, weil man halt eigentlich nicht alles bedenken kann. Und dieses Ausprobieren gehört einfach dazu, weil das manchmal auch viel, viel Zeit kostet, alles perfekt zu planen und es einfach mal manchmal schneller geht, es mal einfach mal auszuprobieren, wenn man dadurch halt nicht einen riesen Schaden erzeugt. Wie gehst du mit Rückschlägen in deinen Projekten um? Schreib's in die Kommentare. Also ich habe immer viele Ideen und es gibt ja diese Einmal-E-Zigaretten, diese E-Shishas oder E-Vapes heißen die, glaube ich, die in den letzten Jahren extrem populär geworden sind. Und das Problem, was viele nicht wissen, ist, dass in jeder dieser Einmal-Vapes, die ja wirklich Einmalprodukte sind, ist ein Lithium-Polymer-Akku drinne. So mit der Technologie, wie er ähnlich auch in einem Handy verbaut ist und den kann man sogar wieder aufladen. Und ich hatte die Idee, um zu zeigen, wie viele Ressourcen da weggeschmissen werden, einfach in den Restmüll sogar teilweise geschmissen werden, ein Projekt zu machen, wo ich ein ganzes E-Auto betreiben werde, nur mit Akkuzellen aus diesen E-Vapes. Das Problem aktuell für mich ist, dass ich wirklich keinen Platz habe, wo ich dieses E-Auto quasi hochbocken könnte und da ein bisschen an dem Akku schrauben kann. Und da brauche ich einfach einen Platz dafür. Ja, das geht leider nicht in meinem Schlafzimmer, weil da passt kein Auto rein. Was würdest du Sinnvolles mit den Wegwerfakkus betreiben? Schreib's in die Kommentare. Die Zukunft kommt natürlich einfach auf uns zu, aber sie bleibt exakt so, wie sie ist, wenn niemand was daran ändert. Ne? Also wenn jetzt niemand ein fliegendes Auto erfindet, dann werden wir in 100 Jahren auch kein fliegendes Auto haben. Aber wenn es morgen jemand erfindet und entwickelt und verkaufsfertig macht, dann werden wir nächstes Jahr ein fliegendes Auto haben. Das heißt, es ist so, klar kommt die Zukunft auf uns zu, aber man muss sie auch gestalten. Also das ist das, ja, das Wichtige.